Abend der Worte, Routengänger im Stillen. Ein Schritt und noch einer, ein dritter des Spur dein Schatten nicht tilgt. Die Narbe der Zeit tut sich auf und setzt das Land unter Blut. Die Doggen der Wortnacht, die Doggen schlagen nun an mitten in dir, sie feiern den wilderen Durst, den wilderen Hunger. Ein letzter Mond springt dir bei, einen langen silbernen Knochen, nackt wie der Weg, den du kamst, wirft er unter die Meute, doch rettet dich nicht. Der Strahl, den du wecktest, schäumt näher heran, und obenauf schwimmt eine Frucht, in die du vor Jahren gebissen. Abend der Worte, Routengänger im Stillen. Der Abend ist die stille Zeit, in der man nachdenkt, ob es ein bewusstes Nachdenken ist oder ob ein Moment des Nichtstuns das Denken auslöst, das die Worte freisetzt, wird nicht gesagt und spielt auch keine Rolle. Worte formen sich und bilden vielleicht ihr Eigenleben. Sie bewegen sich im Geist, wie ein Routengänger sich über das Land bewegt und mit seiner Wünschelrute etwas ausfindig macht. Ein Schritt und noch einer, ein dritter des Spur dein Schatten nicht tilgt. Die Schritte des Routengängers. Die ersten beiden bleiben noch ohne Folgen und ihre Spuren werden vom Schatten des Du getilgt. Der dritte löst aber das Folgende aus. Die Narbe der Zeit tut sich auf. Der Schatten, der die Spuren tilgen konnte, ist offenbar in irgendeiner Form ein Bild für das Gefühl von lange her und vorbei. Man geht einem Licht entgegen, und hinter einem liegt die Vergangenheit im Schatten und man braucht sie nicht zu sehen. Es ist kein ganz logisch stringentes Bild, das entsteht, aber vielleicht gerade deswegen so magisch. Dieser gnädige Schatten scheitert jedoch an einer bestimmten, durch die vergangene Zeit eigentlich bereits vernarbten Erinnerung. Ein falscher Gedanke an dieses Ereignis und die alte Wunde öffnet sich wieder. Und setzt das Land unter Blut. Das Land ist gleichzeitig die innere Welt desjenigen, der davon sich spricht, aber vielleicht auch konkretes Land, das tatsächlich unter Blut statt unter Wasser gesetzt war. Land, nicht im Sinne von Staat, als Opfer von Krieg und Vernichtung. Die Erinnerung daran tut sich jetzt auf. Die Doggen der Wortnacht, die Doggen schlagen nun an mitten in dir. Doggen gehören zu den größten und furchteinflößendsten Hunden. Wie solche Doggen bellen im Denken des Sprechers die hervorgerufenen Erinnerungen. Sie feiern den wilderen Durst, den wilderen Hunger. Der wildere Hunger oder Durst dieser Doggen ist nicht der nach Essen und Wasser, es ist der nach der Seele des Sprechers. Die Erinnerung droht, den Sprecher dieser Verse innerlich zu zerreißen. Er empfindet dies als Triumph dieser bösen Mächte über ihn selbst, die ihren Hunger nicht einfach nur haben, sondern sogar feiern. Ein letzter Mond springt dir bei. Es ist Abend und der Mond scheint tröstlich zu wirken und wird auch als Hilfe gegen diese Mächte empfunden. Einen langen silbernen Knochen, nackt wie der Weg, den du kamst, wirft er unter die Meute. Im Mondlicht erscheint ein Weg wie aus Silber, aber gemeint ist der Weg, den das Leben für den Sprecher genommen hat und das ihn von den Ereignissen, die ihn belasten, zeitlich entfernt. Gegenüber den Doggen ist der Weg ein Knochen, auf den sich diese statt auf den Sprecher stürzen sollen. Nackt ist der Weg darin, dass der Sprecher außer sich selbst nichts aus dieser vergangenen, vernichteten Welt in sein aktuelles Leben mitnehmen konnte. Doch rettet dich nicht. Der Strahl, den du wecktest, schäumt näher heran und obenauf schwimmt eine Frucht, in die du vor Jahren gebissen. Vergeblich.
Der Blutstrahl, der von der Erinnerung ausgelöst wurde, beziehungsweise selbst für Erinnerung steht, bewegt sich wie eine große Welle einer schäumenden Brandung auf ihn zu. Der Kern dieser Erinnerung erscheint als eine Frucht. Sie kann nur unvorstellbar bitter schmecken, und der Sprecher sieht voll Furcht kommen, dass er nach Jahren wieder in diese Frucht wird beißen müssen. Also alle Empfindungen, die mit traumatischen vergangenen Ereignissen zusammenhängen, sind wieder da.